Kaffee und Kuchen, das gehört zum Programm eines Seniorennachmittags. Die Frauen des Caritasverbandes Borchen und Alfen hatten zu so einem Nachmittag eingeladen, aber sie hatten darüber hinaus noch mehr zu bieten. Eine Modenschau sollte im Anschluss an das gemütliche Kaffeegelage stattfinden. Keine ganz normale Modenschau, denn die Models, die hier gleich über den Laufsteg gehen sollten, sie waren lupenreine Amateurinnen und mit einem Alter von 70 bis 83 Jahren auch nicht mehr ganz so jung. Maria Breimhorst, Vorsitzende der CKD, hatte die Idee. Wir von der Caritas, das ist eine Tradition, seit 10 Jahren organisieren wir einmal im Monat einen Seniorennachmittag. Und da überlegen wir und möchten ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm haben. Und vor einigen Wochen kam mir die Idee, zum Frühjahr eine Modenschau zu machen. Ohne die Hilfe eines Modehauses lässt sich eine Modenschau nicht organisieren. Und dafür war hier Hermann Sittig, Mitinhaber eines gleichnamigen Modehauses, zuständig. Auch 70- bis 83-Jährige sind unsere Zielkundschaft, nicht nur, aber auch. Und wir denken, wir haben gerade auch für diese Damen eine sehr, sehr große Bandbreite an Modethemen. Und davon wollen wir heute einige zeigen. Dann warteten sie, die Models der Ü70, auf ihren ersten Auftritt. Die Frage nach dem Lampenfieber, sie durfte erlaubt sein. Wir haben schon meine Kinder gefragt. Da sagte ich, eigentlich habe ich kein Lampenfieber. Ja, es ist ein bisschen komisch, das Gefühl. Man muss sich erst mal dran gewöhnen. Doch dann zeigten sich die Damen, in aktuellem Modetextil gehüllt, ihrem Publikum. Modefachmann Hermann Sittig kommentierte die Modetrends der Saison und dazu gehört in diesem Jahr fraglos die Farbe Blau in verschiedenen Farbtönen. Aber auch das, was unter der Weste getragen wird, wurde hier dann von den Damen eindrucksvoll demonstriert. Auch hier wieder eine schicke Kombination aus Marine und Royalblau. Sportlich salopp, ein weiteres Thema, Khaki-Farben. Und wieder blau. Und wie bei allen Teilen, auch hier viele Kombinationsmöglichkeiten denkbar. Sportiv und bei fast jedem Wetter zu tragen. Mantel, Jacke, Top und auch Schal. In frischen Farben, den Damen steht es gut zu Gesicht. Im Trend des neuen Modejahres auch Blazer. Die Oberweite immer gut rein, ne? Und dann diese schöne. Das nächste Modell verwandlungsfähig. Denn diese Jacke, sie lässt sich wenden. Und das bringt viel Applaus. Die Frühlingsmodelle, Jacken mit aufwendigem Steppdekor oder Marineblau in betont lässigem Stil. Für festliche Anlässe im blauen Glanz erstrahlt. Dann das Finale der Modenschau. Jacke und Top mit einem Textilmuster. Jacke mit bizarrem Dekor und schwarzem Top. Und zum Abschluss. Von einem kanadischen Staat ist so einer kreiert. Eine Jacke mit kostbaren Blattapplikationen. Und dann gab es Rosen für die Models. Sie hatten ihre Sache gut gemacht. Ja, es war ganz schön und es muss ja auch Models geben in allen Größen. Nicht nur super schlanke. Die Damen waren professionell und spitze. Ja, ich bin hochzufrieden. Also ich denke, dass auch die Senioren zufrieden sind. Vor allen Dingen war es für die interessant, die Senioren mit der Frühjahrsmode zu sehen. Das ist dann auch für die Anwesenden tragbar. Und wenn da Models stehen, die natürlich ganz andere Größen haben, dann ist das nicht so, was anspricht. Aber ich denke, das ist in diesem Fall sehr ansprechend gewesen. Und ich fand das gut. Und auch, dass Herr Sittig uns das ermöglicht hat, fand ich toll.